Die Erfolgsgeschichte der Berliner und Brandenburger Tuyu Stars und vom Rendezvous der Besten geht auch in diesem Jahr weiter. It's Showtime und damit Bühne frei. Bei beiden Veranstaltungen sind 32 Gruppen und über 650 aktive Beteiligte am Start. Für viele Show- und Tanzgruppen des Berliner Turn- und Freizeitsportbundes ist das Highlight des Jahres. Die Idee war eigentlich relativ schnell gefunden. Das Üben hat schon länger gedauert und die Kostüme haben auch ganz schön viel Zeit gekostet. Also wir saßen an den Kostümen bestimmt zusammen 150 Stunden zum Nähen, weil wir uns die selber genäht haben. Bei den atemberaubenden Showeinlagen mit den vielen spektakulären sportlichen Leistungen ist viel Kreativität gefragt. Ehrenamtliches Engagement ist Grundvoraussetzung bei der Teilnahme, denn die Tänze und die Shows sind perfekt einstudiert. Auch die Kostüme werden optimal darauf abgestimmt. Auch die Allerkleinsten können sich am Samstagnachmittag miteinander messen. Die unterschiedlichen Kategorien Fun Dance Kids und Kids Dance Bereich ermöglichen, dass der Spaß und die Freude am gemeinsamen Tanzen im Vordergrund stehen. Aber trotzdem ist der Ehrgeiz groß, sich zu messen und auch eine Medaille zu gewinnen. Also wir sind halt eigentlich ohne Erwartungen an den Wettkampf gegangen und sind halt jetzt sehr glücklich darüber, dass wir gewonnen haben. Ja, es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und trotzdem können Gruppen aus allen Sportarten und Bewegungskünsten der turnerischen Vielfalt teilnehmen. Denn der Leistungsstand spielt keine Rolle. Bewertet werden Kreativität, Fantasie und tolle Bewegungskombinationen. Man kann einfach sagen, alle Gruppen sind richtig super vorbereitet. Und das so kurz nach einem halben Jahr nach dem Internationalen Deutschen Tonfest, wo alle Vereine sich neue Choreografien einstudiert haben. Und ich bin total überrascht, auch dass so viele Kindergruppen, die sind erst mal 5 Jahre alt, aus dem Kinderton heraus und dann hier schon so eine Performance zeigen. Einfach super. Und so zufrieden dürfen auch die Besten und Tuyu Stars nach Hause gehen.